Hallo Leute, hier ist wieder euer Leonard Zorro mit Let's Play. Dead or Alive, Dimensions. Genau, du sagst es, Kazumi. Dead or Alive Dimensions, ein 3DS-Spiel wieder mal, natürlich. Es muss ja immer ein 3DS-Spiel am Laufen sein, quasi. Ein 3DS-Projekt. Und diesmal ist es halt Dead or Alive Dimensions. Ich habe ja auch schon die Demo davon, Let's Show. Ja. Und die fand ich so toll, dass ich mir das Spiel gleich gekauft hatte. Weil es verbilligt war. In Frankreich war das. Yeah. Chronik. Neues Spiel. Ja. Prolog. Es ist einfach so ein Klopperspiel. Ein Spiel, wo man eigentlich, denke ich, ganz gut nebenbei dann so labern kann, ohne sich großartig konzentrieren zu müssen, meistens. Die Grafik ist auch ziemlich gut, eigentlich. Kazumi. Eigentlich hat sie nur gesagt Nisan, also Bruder. Und nicht Hayate. Ha. Okay. Zorn des Himmels. Ein übermächtiger Mugen Tenshi-Angriff, mit dem man das Blatt blitzschnell wendeln kann. Wendeln, genau, wendeln. Denn. Die Rolle des Anführers oder sowas. Nee, wir dürfen gegen ihren Vater kämpfen oder so. Und ihr Bruder Hayate ist tot. Fische dazu. Yay, Angriffe, Angriffe, Angriffe. Das ist unwichtig, was unten steht. Warum ich das alles sage? Die Sprache vielleicht auf Deutsch umstellen, oder auf Englisch umstellen sollen. Dann hätte ich verstanden, was sie hier sagt. Okay, und go oder so. Kampf. Kampf. Genau, Kazumi gegen Shiden. Nein, er hat mich runtergeschmissen. Aua. Den Angriff finde ich so genial, ne? Hier gibt's natürlich noch den coolen hier. Das ist auch sehr schön. Der ist eigentlich der Beste. Naja. Die ganze Geschichte ist so ein bisschen so Ninja-mäßig angehaucht. Kind. Kazumis Vater wurde nach dem Ausschluss seines Bruders Raiden zum 17. Raidu zum 17. Anführer des Clans berufen, bla bla bla. Voll tolle Informationen, die unten drin immer stehen. Ach ja, und die reden irgendwie meistens ohne den Mund zu bewegen. Das finde ich auch sehr interessant. Wahrscheinlich soll das so ein bisschen so Manga-mäßig dann angehaucht sein dadurch. Aber es gibt auch seltsamerweise dann wiederum Szenen, wo sie den Mund dabei bewegen. Dumme Halbschwester. Hayate. Kazumis Bruder, der Shinobi des Windes, dazu bestimmt der 18. Anführer des Mugen Tenshi-Clans zu werden. Das Dorf, bla bla bla, in den Bergen. In your face.
その言い草、恥を知りなさい。何も知らないくせに。あやね、何を知ってるの？父上は何も。ならば教えてやってもいい。不甲斐ない姉様にね。あやて様はね。あやて様は。Mega. Voll gute Grafik und Vergangenheit und so. Das ist Klein Kasumi. Und das ist Kleiner. Ayane. Sieh mal, ich habe einen festgefangen. Sagashimashita so, Kasumi-sama. Wie sagt man so schön? Forever alone. Ach, dieser junge Mann, das ist Hayate. Yay, ich bin Trainer. Oh mein Gott, nein, wer ist sie überhaupt? Wir wissen es nicht. Als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, dachte ich zuerst, als sie das Schwert rausholt, sie will sich aufschlitzen, aber naja. Jetzt will sie mehr so böse sein. Ah ja, Raidu, stimmt, ich bin ganz klar. Und so starb Hayate. Und Genra hat die coole Technik von ihm bekommen. Oder ich weiß nicht, ob er ganz tot ist oder nee, ich glaube, er ist irgendwie nur so in einem Koma oder so versunken. Kasumi-sama! Kasumi-sama!
Alles klar, Genra. Ja, das war schon mal hier so im Grunde der Prolog. Aber jetzt haben wir das, was wir auch noch kennen aus der Demo. Und zwar... Ja. Ihr diese Stelle auf der Brücke. Ayane gegen sie. Unerlaubtes Verlassen des Ninja-Dorfs ist verboten, aber Kazumi war felsenfest entschlossen. Jopp, deins. Nicht meins. So, und wir dürfen wieder coole Kombinations, Schlagkombinationen und so weiter alles anwenden. Bam. Dann bin ich gut. Ja. Friss das. Sind zwar gerade irgendwelche Specials ein, oder was ist das hier? Genau, so war das. Ja, Wobbelphysik. Falls ihr mal auf ihren Oberkörper geachtet habt, bei dieser Siegespose, da wobbelt einiges. Aber gut. Es geht ja immer noch um die Kämpfe. Naja, wenn man Dead or Alive Extreme Volleyball 2 gesehen hat, dann sieht man, dass es definitiv nicht der Fall ist. Haben wir diese komische. So derbe allem ausweichen. Ja. Aber trotzdem hinfetzen. Das sage ich dir nicht, aber willst du die Antwort meiner Maschinenpistole spüren? Nee, keine Ahnung. Ist ja inzwischen nicht mal eine Maschinenpistole, sondern. Ein Maschinengewehr der etwas größeren Art und Weise angebracht an einem, also eigentlich die Gatling Gun an einem Doppelhubschrauber. Naja. Traitor, you won't get away! Ach ja, stimmt, das ist ja japanisch jetzt hier. So. Das war jetzt der Prolog im Grunde. Jetzt kommt Kapitel 1 als nächstes. Dann haben wir noch ganz viele andere Kapitel, die danach folgen, aber naja. Kapitel 1, gut. Aber das machen wir, würde ich jetzt sagen, machen wir im nächsten Part, beziehungsweise fangen wir im nächsten Part an. Die Kapitel dauern immer einiges. Bis dann, ciao, euer Lanzetzo.